Willkommen zurück bei Dark Souls Remastered. Gerade Quelaag gelegt. Und da haben wir sie auch dann schon wieder verabschiedet. Mal kurz legen und dann bis zum nächsten Mal. Baby, you up? Und wo sind wir jetzt? Weil ich diese komischen Spinneneier oder so. Kabute hauen. Kann man bestimmt doch durch. Da ist doch irgendwas. Das sieht doch aus, als würde auf der anderen Seite hier was sein. Okay, erst ein großes Loch. Möglicherweise ein Aufzug hier. Oh! Das war die zweite Glocke oder was? Ich bin doch eben schon die zwei Glocken. Das Tor, aber André ist auf. Da steht oben schon die Glocke gehört und das aufgemacht. Na dann. Homeward Bone. Irgendwie sieht es hier so aus, als könnte man hier so durch, finde ich. Weil es auf der anderen Seite so komisch aussieht. Vielleicht täuscht das aber auch. Kann man hier runterspringen? Klimper, klimper, klimper. Klimper, klimper, klimper. Klimper, klimper, klimper. Wo bin ich denn hier gelandet? Lass mich mal durch. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Klar. But you have no eggs. Ha, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Ja, dir geht's aber auch mal richtig gut, Bro. Was ist da hinten denn los? Oh. Also noch so eine. Erstmal kurz, Hi. Talk? Guckst du mich so fragend an? Hey Jen. Vielleicht wenn ich hier im Quatsch beitrete? Hätte ich ja... Jetzt vielleicht?
Pyromancy, Great Chaos Fireball. Jetzt vielleicht Talk. Oh, wir können aber unser Estus-Flakon verbessern. Ja. Nice. Aber mit uns reden wir sie immer noch nicht. Warum? Geht nur mit dem Ring, sagt Lauchboy-Laser. Welchem Ring? Ein Ring fehlt, nice. Was ist denn hier? Kann ich auch hier mit dir sprechen? Anscheinend mit den Beinen sprechen. Was ist denn los mit den Frauen hier, dass die alle so eine... Vor allem da hinten sieht das voll fies aus. Da ist noch so ein Maul und so ein Gesicht fast da ganz oben. Was ist denn mit den Frauen los, dass die immer mit so einer Spinne und so... Ich meine, ohne sonst... Are you prepared to dedicate yourself to our fair lady? Then I will make available whatever you require. If you need something... Ask me first. Modify equipment. There is no time for idle chat. Think only of our fair lady and what she may need. Pyromancy Flame kann der upgraden, okay. Servant roster. Check servant of the Daughters of Chaos. Du bist nicht so hilfreich, muss ich mal leider sagen. Ihr beide seid irgendwie begrenzt hilfreich. Also ich habe jetzt diese Fortress aufgemacht. Gehe ich jetzt... Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir könnten jetzt... zurückgehen. Ich überlege gerade, da müsste ich hoch... Bevor ich hier weitergehe, weil ich will eh nochmal zu André und da hinten ist das aufgegangen. Ich glaube, das mache ich später hier. Das hat ja schon seinen Grund, dass das da hinten aufgegangen ist. Außerdem kann ich ja, wie gesagt, ein paar Sachen upgraden. Bevor ich in diese Feuerhölle gehe, wahrscheinlich geht das da lang, wenn ich da unten rangehe. Nee... Nee, du lach mal. Polter die Polter. Mit dem Baspis Oberwolte. Weißt du was? So. Mofo. Jetzt geht's auf einmal nicht, hier weiß ich nicht durch, hier reich. Zurück in Blighttown, durch alte Fecht. Komm mal mit, ich hab da was für dich vorbereitet. Das hat wieder toll gemacht. Wie ein Vorgesetzter.
Oh, ich nehme dich ja mit. Zeig dir mal was. Alter, bin ich gerade so blöd für alles? Ja, die haben das ja. Sag mal, wie schwer ist es denn? Ich sag mal, nicht so schwer. Geht's noch? So, meine Damen und Herren. Scheiß die Wand an. Zu blöd zum geradeauslaufen. Tschüss. Weg. Den Boys gebe ich mir jetzt auch mal gar nicht ab. Ja, natürlich. Triff mich ruhig, das ist völlig okay. Das wollte ich nämlich auch gerade vorschlagen. Hau mich doch einfach. Wie wär's? Lay of Drakes. Kohl fragt, ob ich gleich an die Upgrade-Box denke. Nee, jetzt brauche ich die nicht mehr kaufen. Jetzt mit Andrien kann ich bald teuer leisten. Die 2010 spare ich mir jetzt. Nee, die Upgrade-Box. Jetzt spare ich mir die. Masalak schreibt, das ist vernünftig, die Seelen sind wertvoll. 2000 Seelen, da muss ein Fernsehprediger lange für Reden halten, um 2000 Seelen zu retten. Ob ich was Neues erzählen kann mit den Dudes, nachdem ich hier Glocken gebimmelt habe, der wollte das doch von mir. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now, we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Was? Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Es war vorher nicht so neblig, oder? I do something about it. Es war vorher nicht so neblig. Maybe. Oh, hello there. You've been a stranger these days. Why? What spectacular pyromancy? Tell me about it. I have never seen anything like it. Why, yes, of course. Thank you for sharing. I'm still an able pyromancer. I shall locate her myself. I'm in your debt once again. Yes?
Sherlock Cater, was heißt das? Irgendwas hat es doch jetzt mit diesen unten damit zu tun. Aber was? Was? Locator myself? Was? My teacher, whom I imagine still resides in the Great Swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We are born into dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. In this land, pyromancers earn a certain respect. The Witch of Izalith, one of the legendary lords, is the godmother of pyromancy. So the day I became undead, I was ecstatic. I felt as if I'd been chosen to attune myself to the ancient arts. Of course, it wasn't all that romantic in the end. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, please take good care of it. A pyromancer's flame, the flame. What the? Hello. Was it you who rang the Bell of Awakening? I am the Primordial Servant, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the Bell of Awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Hör mal auf, so mit den Zähnen zu knirschen. Das ist ja furchtbar. Ja. Vielleicht. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn. So that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Hör mal auf den Zähnen, das ist eklig. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Kann den Sachen füttern? Lass mit ihm reden. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Those who seek the realm meant fate. Ach, ich kann den Shit verkaufen. Ah. Create unique weapons. Sag mal gucken, wo kann ich das bei André machen? Jetzt einfach Sachen verkaufen, oder wie ist das? Chosen undead. I remain. Ich dachte, das bringt vielleicht, dass er mir jemand verfüttert. Okay. What the hell? Er hatte doch dazu überhaupt nichts zu sagen. Da sitzt er direkt davor. Finde es aber anscheinend nicht so interessant. Oh, hello. Terrific to see us both. And pray that you never.
Mehr ist nicht zu sagen. Oh, hello. And pray. Und du, wie findest du das? Ah, oh, you. Have you seen Milady? Oh, blast, where might she be? And would she be safe? Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes I lose myself. Aha. Whatever, bro. Reparieren lassen noch beim Andrea, schon angescharten. Ja, ja, ja. Passt's. Noch ein Problem. Moin, Boy. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything for it? Super all right. I know little of the dark. $20,000 für das Crest machen wir noch nicht. Weaponsmith Box, yes. 2000 Seelen, holen wir uns doch mal. So, Reinforced Weapon. Oh, das ist Modify. Also da oben muss ich es aussuchen. Raw Claymore, nee. Ich will auf Claymore plus irgendwas. Warum geht das nicht? Ach, hä, warum ist das plötzlich hier? War es nicht? Egal. Claymore plus 7. Yes. Ja, fuck. Wo kriege ich denn Large Titanite Shards her? Was soll denn dies? Neither of us. Aha, aha, aha. Klong. So, dann können wir jetzt hier ein neues Gebiet betreten. Vorher noch mal ein bisschen Level up. Skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit. Wenn ich irgendwann Geschicklichkeit auch mitleveln kann, dann wird das alles super, wird dies. Super, wird dies.
Warte, wenn wir das schauen, dann nehmen wir noch einen Ring an, und zwar den hier. Und dann, ich gucke, ob ich noch ein paar Konserven habe. Nope. Na dann. Wird spannend, würde ich mal sagen, in der nächsten Folge von Dark Souls. Wenn wir uns das neue Gebiet anschauen. Geiler Scheiß.